ist es her? Ja, lang für mich. Ja, 14 Fakten über Chris. Fakt Nummer 1. Chris wuchs mit seinen Eltern in Kalifornien auf. Er ist ein Seelöwenwandler wie sein Vater Justin. Seine Mutter Pearl war ein Mensch, aber sie wusste von ihnen Bescheid. Als Chris 11 Jahre alt war, starb sie an einer schweren Krankheit. Nach mehreren Jahren kam Chris endlich an die Blue Reef High School, zunächst in die Vorbereitungsklassen und erlebte dabei den Tag der Rache. Fakt Nummer 2. Er ist mit Ralph in einem Zimmer der Hütte 3, in der auch Tiago und Jasper sind. Fakt Nummer 3. Stand im Visier der Python, 15 Jahre alt. Fakt Nummer 4. Chris hat am 20. Mai Geburtstag und ist somit ein Stier. Stiermenschen brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit und Stabilität in ihrer Partnerschaft und in ihrem Beruf. Sie sind gerne in der Natur und wandern gerne. Der Stier genießt das Leben in vollen Zügen und liebt gutes Essen und schöne Dinge wie Pflanzen, Kunst und Musik. Ach du heilige Scheiße. Fakt Nummer 5. Er ist ein Salopus Californianus. Ach so, ja, ein kalifornischer Seelöwe. Fakt Nummer 6. Seine Mutter Pearl ist ein Mensch und sein Vater Justin Jacobson ein Seelöwenwandler. Er trank sehr viel und hatte depressive Phasen nach dem Tod von Chris' Mutter und vernachlässigte Chris dadurch sehr. Er fand sich erst wieder Jahre später, nachdem ihm die Lehrer der Blue Reef die Hölle mal richtig heiß gemacht haben. Issy hat mir gleich gefallen und bei ihr habe ich gemerkt, dass sie sich auch für mich interessiert. Da ist etwas in meiner Seele aufgegangen. Ich habe sie ganz bewusst reingelassen und ihr vertraut, von Anfang an. Tiago und Chris über dessen Beziehung mit Issy im Visier der Python, Seite 203. Fakt Nummer 8. Chris ist auf dem Cover vom Film Stars unter Wasser zu sehen. Die Illustration von seiner Seelöwengestalt ist seit Rettung für Shari im Buch zu sehen. Fakt Nummer 9. Katja Brandis glaubt, wenn Tiago nicht auf die Blue Reef gekommen wäre, hätte Chris trotzdem keine gute Chancen bei Shari gehabt. Shari mochte Chris vielleicht, hatte aber nie die Absicht, sich in ihn zu verlieben. Fakt Nummer 10. Chris liebt die Musik von Billie Eilish. Vor allem Bad Guy. Und Sprachschulfächer wie Englisch und Spanisch sind für ihn eher schwierig. Fakt Nummer 11. Seit im Visier der Python ist er mit Issy zusammen. Fakt Nummer 12. Chris ist schlank und kräftig. Er hat gebräunte Haut, schulterlanges, sonnengebleichtes blondes Haar, helle Augen und trägt oft eine Uhr. Fakt Nummer 13. Er ist 1,80 Meter. Fakt Nummer 14. Zitate, falls man die als Fakten zählen kann. Wieso wäschst du dich überhaupt, wenn du eh gleich wieder im Wasser bist? Muss mich schön machen. Du weißt schon für wen. Dir ist schon klar, dass sie mich mag, oder? Nur weil du ein paar Tage in den Everglades mit ihr unterwegs warst, heißt das nicht, dass du auf einmal einen Vorsprung bei ihr hast. Chris über Shari, gefährliche Gestalten, Seite 265. Ein Hai, der einen Seelöwen austrickst? Das geht gar nicht. Da muss ich mich dringend revanchieren. Morgen um 9 Uhr vor dem Waschraum? Geht klar. Gefährliche Gestalten, Seite 266. Was schaut ihr mich so an? Ich höre manchmal tatsächlich zu, wenn Lehrer was erzählen. Naja, wenn sie es nicht gerade am Anfang der Stunde erzählen. Wilde Wellen, Seite 246.